Ja, Leute, was ihr hier sehen könnt, das ist der neue Fahrrad Simulator 2014. Und zwar ist das jetzt einfach mal umgekehrt. Nicht du fährst auf einem Fahrrad, sondern das Fahrrad fährt auf dir. Und ich kann das mal demonstrieren. Also, wenn man Kurven fährt, dann muss man mit den Händen sozusagen in den Boden, so sich am Boden festhalten. Dann kann man so eine Rechtskurve fahren oder eine starke Linkskurve. Man kann auch so ein 360 mal eben machen. Kann man mal eben testen. Tut natürlich nach einer Zeit, also ich empfehle Handschuhe. Wir als Profispieler haben natürlich jetzt keine Handschuhe an, weil für uns ist das easy peasy, das ist die einfachste Arbeit. Aber wenn ihr anfangt, dann empfehle ich ja dringend Handschuhe. Das könnte sonst wehtun nach einer Zeit. Hier nochmal so. Pschuh. Tut auch manchmal am Kopf weh. Also ihr stößt euch schon ab und zu mal. Aber im Ganzen. Wow. Ihr müsst schauen, nicht, dass ihr die Beherrschung verliert. Also. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. Links oben habt ihr die Anzeige, also alles noch grün. Kopf ist grün, Body ist grün, die Hose ist auch grün. Handschuhe, auch grün, aber nur weil wir, was heißt Handschuhe? Hände halt, ne? Weil wir haben uns die Fingernägel geschnitten, deswegen können wir keine scharfen. Oh, hier ist ein Helikopter. Naja, fahren wir mal weiter. Ich befürchte sogar, dass der nicht mal gelockt ist. Aber ich finde diesen Fighter-Simulator einfach zu geil. Vielleicht kommt demnächst mal ein Helikopter-Simulator. Dann ein bisschen Helikopter. Ein Helikopter darf dich fliegen. Hier, zack, schön mit der rechten Hand. Also man muss ja umdenken, wenn man auf dem Rücken liegt. Mit der rechten Hand in den Boden so reingreifen, um die Kurven zu fahren. Super geil, super geil. Also so ein Leben als Fighter ist ganz schön spannend. Inzwischen einige Kilometer hinter uns gelegt. Man muss sagen, die Reifen haben keine Verschleißspuren. Also man muss ordentlich hier schon an Wäldern und Stein passieren, damit die Reifen Verbrauchsspuren bekommen. Aber uns ist eine wichtige Funktion natürlich eingefallen, die wir noch gar nicht getestet haben. Und zwar ist es der Klingel-Mod. So kann man nämlich noch klingeln hier. Das heißt also, sollte man hier so ein anderes Fahrrad oder anderes Fahrobjekt sehen, dann kann man einfach zack, dann klingeln wir ab, zack. Zack, zack. Dann klingeln die einfach und. Boah, das ist wie so ein Jumpscare. Da kriegen sie Angst. Da kann man hier nur so ein bisschen Salon fahren. So zack, durch die Gebüsche durch. Wir können auch mal demonstrieren, was passiert, wenn so ein Reifen, also wenn der Kopf beschädigt wird. Ich wollte schon Reifen sagen, aber ich meine natürlich den Kopf, weil. Ne? Man muss ja umdenken. Bam! Mit dem Kopf dagegen ist noch nichts passiert. Wir müssen also ein bisschen mehr Gas geben. Moment. Zack. Und da sehen wir schon, der Kopf leicht gelb geworden. Also das tut definitiv uns nicht gut, mit dem Kopf irgendwo gegenzufahren. Also man muss dazu sagen, ein Fighter-Simulator. Ich spiele jetzt bestimmt schon gefühlte 5, 6 Tage in Folge. Und ich muss sagen, die Lust, die nimmt kein bisschen ab. Also man kann so viele verschiedene Sachen machen. Ich kann ihn nur empfehlen. 10 von 10 Sternen. Ja, also ich habe mit dem Fighter-Simulator ganz viele Leute hin und her gefahren. Und ich muss sagen, absolut Wahnsinn, das Spiel. Geil. Wochenende. Saufen. Ja, hallo. Seitdem ich Fahrrad Simulator 2014 spiele, bin ich glücklich. Ich habe wieder guten Sex, ich habe Spaß auf der Arbeit und mein Leben, ich bin wie neu wiedergeboren. Ich kann es jedem nur empfehlen. Fahrrad Simulator 2014, kauft euch.